Vor einem Jahr erlitt Fiona Erdmann eine Fehlgeburt. Jetzt ist sie wieder schwanger und schon im dritten Trimester. Allerdings gibt es dieses Mal leider wieder ein kleines Problem, denn die kleine Maus in ihrem Bauch, die liegt falsch rum. Also sie sitzt irgendwie mit dem Popo unten in meinem Becken fest. Der Kopf lässt sich drehen, aber nicht der Popo. Ich bin ja seit Wochen dabei, mich sozusagen auf eine spontane Geburt sozusagen vorzubereiten und mit Meditation, Hypnobirthing, alles Mögliche. Und jetzt dieses Bild so vor Augen zu haben, dass ich ins Krankenhaus gehe und einen Kaiserschnitt machen muss, das macht mich schon sehr, sehr traurig.